Verletzung. Alles verfügbare Sicherheitspersonal sofort in Labor Sektor 3. Stehen bleiben! Meinte, du wirst hier. Du bist die Einzige, der ich vertraue. Bist du betrunken? Ja. Nein, ich bin bei der Life Foundation eingebrochen. Du bist was? Ich glaube, ich wurde infiziert. Ja. Hey. Er verglüht Eddie, du siehst wirklich nicht gut aus. Richtig. Mir geht's doch nicht gut. Eddie! Großer Gott! Das ist tot. Tot. Eddie, setz dich hin. Oh. Schon gut. Okay. Eddie! Eddie, ich bitte vielmals um Hilfe. Hör auf! Leg das wieder hin! Komm, Eddie! Reiß dich zusammen! Ist nicht gut. Bobby, ist alles in Ordnung? Hey. Wir kümmern uns darum. Mir ist heiß. Ist noch jemand heiß? Sie verletzt? Entschuldigen Nein. Sie. Warte, wo willst du hin? Das ist Eddie. Die Akte Plan. Nicht. Ich werde jetzt die Polizei rufen. Was machst du denn? Bitte tu das nicht, Eddie, bitte. So, ich rufe jetzt die Polizei. Nein, nicht die Polizei. Ein Krankenwagen. Ich bin Arzt. Der Mann ist mein Patient. Ja, viel besser. Du hast sie doch nicht alle. Er tötet Menschen. Wer tötet Menschen? Captain Drake. Oh Gott, Eddie, doch, nicht das schon Das tut wieder. Er. Und ich habe Beweise. Hey, Eddie. Meine Beine. Oh mein Gott, meine Beine waren gebrochen. Jetzt sind sie nicht mehr gebrochen. Was passiert hier? Nicht so mein Ding. Deine Welt ist gar nicht so hässlich, wie ich zuerst dachte. Tut mir fast leid, sie untergehen zu sehen. Wo steckst du? Wo steckst du?
Schon wieder? Du bringst mich noch um. Stirbst du, sterbe ich. Ja, aber du kannst jederzeit meinen Körper liegen lassen und ihn gegen einen anderen austauschen, wenn du einen brauchst. Warum sollte ich das tun? Du bist ein viel zu guter Treffer, um dich so schnell wegzuwerfen. Außerdem fange ich an, dich zu mögen. Wir sind uns gar nicht so unähnlich. Danke. Du das richtige Scheißkerl. Okay. Hier sind die Beweise. Springen. Weichei. Was soll das werden? Willst du mich zu Tode spazieren? Halt's mal. Bist ja nicht mehr so tough ohne deinen Freund. Hat deine Mama dich nicht geliebt? Hat seine Vorteile, ein Profi zu sein. Es spielt eh keine Rolle, ob du mich tötest, denn auf dieser Welt ist was im Gange, das größer ist als du und ich. Viel größer als ich. Und es ist viel, viel größer als du. Karma ist eine Bitch. Ich glaub nicht an Karma. Hi, Eddie. Wow. Ich weiß, ich kenne das, das ist kein Spaß. Der in Drake ist Riot. Wer ist Riot? Riot ist unser Teamleader. Er verfügt über ein ganzes Arsenal an Waffen. Drake hat einen eigenen Symbionten. Er ist nicht zu stoppen. Na toll. Wir müssen los. Wir müssen los? Wohin? Wohin gehen wir? Ich komme mit dir. Nein, das wird hässlich werden. Oh, sie kann auch hässlich werden, glaub mir. Und wie ich das werden kann. Nicht weiter. Oh, das ist doch Blödsinn! Aber können wir jetzt was essen? Denn weißt du, deine Leber sieht sehr, sehr lecker aus. Und saftig. Ja, auf jeden Fall. Ich kann hier unten laden. Hey, Mrs. C. Wie läuft so, Eddie? Ach, alles beim Alten, außer dem Wetter. Ach so? Na schön. Was für eine kulinarische Köstlichkeit können wir dir denn kredenzen? Kartoffelbällchen und Schokolade. Alles klar, okay, kein Problem. Es ist Zahltag, Chen. Bitte, das kann so nicht weitergehen. Jetzt! Böser Typ, richtig? Ja. Sehen wir dich hier noch einmal, oder genauer gesagt, irgendwo in dieser Stadt unschuldige Menschen ausrauben, dann werden wir dich greifen. Wir werden beide Arme von dir fressen und deine Beine und dann fressen wir dir das Gesicht vom Kopf, verstanden? Bitte. Also ja, dann wirst du dieses armlose, bein- und gesichtslose Ding sein, nicht wahr, das die Straße herunterrollt, wie ein Kackhaufen im Wind. Verstanden? Was verflucht bist du? Wir sind Venom. Wenn ich's mir genau überlege... Bitte. Eddie? Was war das denn? Oh, ich hab einen Parasiten. Ja, not Mrs. Chen. Parasit? Ja, das meine ich doch nur als Kosenamen. Nenn ich? Entschuldige dich! Nö. Entschuldige dich! Alles klar, na gut, Entschuldigung. Und, was hast du jetzt vor? So wie ich das sehe, können wir machen, was immer wir wollen.